echt kokosnussig basteln. Wilde Tiere für wilde Kinder. Huhu, bist du auch so begeistert von der afrikanischen Wildnis und ihren Bewohnern? Möchtest du auch gern Abenteuer wie Kokosnuss bei den wilden Tieren erleben? Dann machen wir jetzt eine Maske für deine eigene Safari. Machst du mit? Das ist mal ein echtes Abenteuer. Das brauchst du dazu. Auf die Einkaufsliste. Gummiband, Tonpapier. Und von zu Hause? Einen Pappteller, Bleistift, Nagelschere, Schere, Locher, Kleber, Wasserfarben, Acrylfarben oder andere Farben zu malen. So, dann wollen wir mal. Auf unserer Safari heute gibt's als erstes einen, boah, Löwen zu sehen. Das sind so majestätische Tiere. Deshalb machen wir zuerst eine Löwenmaske. Schritt 1. Jedes Tier braucht, na logisch, Augen. Sonst kann man ja nichts sehen. Nimm Zeigefinger und Mittelfinger so weit es geht auseinander. Leg sie auf die Rückseite vom Pappteller und mach mit dem Bleistift 2 Punkte. Jetzt mal 2 Kreise drumherum und schneide sie mit der Nagelschere aus. Guck, hier kannst du hinterher durchgucken. Riesig, das hätte ich auch nicht besser gekonnt. Schritt 2. Jetzt kriegt der Löwe sein Gesicht. Einfach den Pappteller vorn gelb anmalen, entweder mit Wasser oder Acrylfarbe oder auch mit Wachsmalkreide. Kurz trocknen lassen und dann Nase, Mund und Schnurrhaare malen. Ui, toll! Das macht so viel Spaß wie Fliegen. Schritt 3. Was braucht ein Löwe noch, um wild auszusehen? Richtig, eine wilde Mähne mit vielen Farben, damit er lauter brüllen kann. Einfach alles auf der Rückseite der Pappteller festkleben. Um die Löwenmähne richtig schön wuschelig zu machen, schneiden wir den äußeren Rand des gelben Tellers in Streifen und kleben die bunten Mähnenstreifen dazwischen. Ganz schön wild. Sieht doch schon toll aus. Fast geschafft. Schritt 4. Nun noch mit dem Locher links und rechts ein Loch ausstanzen. Das Gummi durchziehen. Fertig. Schon fertig? Das ging ja super schnell. Die Safari wird super. Hier noch einmal alle Schritte im Schnelldurchlauf. Nochmal! Damit es noch wilder wird, kannst du natürlich noch andere Tiere basteln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Affen wie diesem hier oder vielleicht einem Zebra? Boah, deine wilde Maske macht dich auf jeden Fall zum Safari-Star. Welches Tier kann wohl am lautesten brüllen? Willst du ein weiteres Video mit dem kleinen Drachen Kokosnuss sehen? Dann klicke auf das Videobild.